the sun. I'll be chasing fun. Hallo und willkommen bei meinem Online-Kurs Grundlagen der Mathematik. Ich bin Lehrer Schröder. Heute geht es ein weiteres Mal um das Prozentrechnen. Das Thema ist sehr umfangreich und da sollte sehr viel geübt werden. Daher gucken wir uns nochmal ein paar Aufgaben an. Der Mechatroniker Tim verdient brutto 1470 Euro. Davon bezahlt er 372,83 Euro Sozialversicherungsbeiträge. Wie viel Prozent des Gehaltes sind das? Runden Sie auf eine Stelle nach dem Komma. Gut, ich habe das, glaube ich, bei den letzten Aufgaben nicht gemacht, aber man kann auch immer wenn man sich ein bisschen unsicher ist, hier drüber schreiben. Einmal sind das hier auf der linken Seite die Werte, das Geld und auf der rechten Seite kommen die Prozentsätze. Prozent schreibe ich hier mal auf Prozent. Gut, dann habe ich den Grundwert 1470,00 Euro und dann habe ich hier den Prozentwert davon. Das ist alles und alles sind meine 100%. Und jetzt teile ich das durch 100 und bekomme hier dann 14,70 Euro raus. Und das mache ich dann auf der rechten Seite auch, geteilt durch 100. Und hier bekomme ich dann 1% raus. Und jetzt muss ich im nächsten Schritt halt eben überprüfen, mit wie viel muss ich 14,70 Euro mal nehmen, um auf 372,83 Euro zu kommen. Und das muss ich dann hier auch machen. Das geht jetzt nicht gerade auf, das erkenne ich so schon. Dann nehme ich die 372,83 Euro und teile die durch 14,70 Euro. Da kommen dann 25,36 raus. Und das muss ich, die 14,70 Euro muss ich mal 25,36 nehmen, um auf 372,83 zu kommen. Und hier mache ich dann das gleiche, mal 25,36. Und hier komme ich dann auf 25,36%. Jetzt steht in der Aufgabe, runden Sie auf eine Stelle nach dem Komma. Das heißt hier, eine Nachkommastelle muss ich runden. Dafür ist die 6 entscheidend. Also muss aufgerundet werden. 25,4% bezahlt er von seinem Gehalt Steuern. Wie viel Prozent des Gehaltes sind das? Kann ich hier hinschreiben. Es sind 25,4% seines Gehaltes. Da streiche ich das Ganze zweimal. Und die Aufgabe ist schon fertig. Ich habe nochmal eine neue Aufgabe rausgesucht. Eine Bohrmaschine kostet inklusive 19% Mehrwertsteuer 120,90 Euro. Wie hoch ist der Nettopreis? Also der Preis ohne Mehrwertsteuer. Gegeben der Grundwert 120,90 Euro, der Prozentsatz 19% und gesucht ist der Nettopreis. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, weil ich kann ja jetzt erstmal nur den Prozent oder ich rechne jetzt erstmal nur den Prozentwert aus. Das ist aber noch nicht die endgültige Lösung. Ich habe das schon mal vorbereitet. Also der Wert hier 120,90 Euro
Das entspricht 100%. Und dann möchte ich wissen, wie viel 19% entsprechen. Und dazu rechne ich erstmal geteilt durch 100. Dann bleiben hier über 2,209 Runden tue ich immer nur am Ende. Zwischenergebnisse runde ich nicht. Und hier habe ich das Ganze geteilt durch 100. Dann habe ich hier 1%. Dann habe ich hier 19 gegeben. 19%. Dafür muss ich hier mal 19 nehmen. Dann muss ich die andere Seite auch mal 19 nehmen. 1,209. 209 mal 19 ist 22,97 Euro. 22,97 Euro entspricht jetzt 19%. Und wie gesagt, das ist jetzt noch nicht meine Lösung, die mein Grundwert, meine 120,90 Euro. Davon muss ich jetzt die Mehrwertsteuer abziehen, die habe ich gerade ausgerechnet, 22,97 Euro Mehrwertsteuer. So, das sind auch Euro. Und das ist dann gleich 97,93 Euro. Der Nettopreis beträgt 97,93 Euro. So, gut, das war's. Und bitte vergesst nicht, schreibt mir, ob es euch gefällt, wenn ihr irgendwas anderes wissen wollt. Wenn es euch gefällt, gebt mir ein Like. Ihr könnt mir auch gerne eine Mail oder schreiben oder einen Kommentar hinterlassen. Bis bald. Tschüss.